Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Runde von Pioneers of Pagonia. Ja, die letzte Folge war irgendwie teilweise ein bisschen panisch hier bei mir. Ich hatte diese komische Geschichte mit dem Weg, der darauf einfach komplett markiert war und sich nicht löschen ließ und hier nicht und da nicht und ganz komisch alles. Ja, okay. Ist manchmal so, hilft halt nichts. Wir brauchen neben der Gemüsefarm die für unsere Produktion, die wir so alles brauchen, nicht reicht, brauchen wir natürlich auch noch unsere liebgewonnene Getreidefarm. Das sieht auf den ersten Blick ganz gut aus. Ich würde ganz gerne noch ein bisschen drehen, wenn denn das Spiel mich lassen würde. So, ja, glaube. Das müsste... Kann ich da noch einen Ticken näher ran? Das müsste so gehen. Beziehungsweise könnte ich die vielleicht sogar noch... Moment, Augenblick, Vorsicht. Hier vorne, da ist so ein bisschen... Da ist irgendwie so Sand irgendwie. Ne? Das sieht aus, als wenn da Gras wäre, aber nein. Aber ja, aber nein, aber ja, aber nein. Ich tendiere dazu ein, aber nein, und da bin ich vorsichtig. Ich bin mir nicht sicher, ob ich den Pinorik da nutzen kann. Wäre wahrscheinlich sogar noch besser, wenn ich ein bisschen weiter rausgehen würde. In dem Fall, ich weiß nicht, ob ihr das seht, aber ich habe da diesen komischen Zipfel da und den will ich nicht unbedingt jetzt da mitnutzen. Dann versetze ich die lieber in die andere Richtung. Das ging da, das meine ich da. Es sieht nicht so aus, als wenn das sehr fruchtbar wäre. Ich bin mir da nicht sicher. So. Beziehungsweise ich bin mir ziemlich sicher, dass das nicht funktioniert. Ja, gleiches Problem wieder mit den Wegen. Die Wege, die stehen dann mal so ein bisschen im Wege. Ich natürlich hier noch Leute rumrennen. So, jetzt geht das wieder los. Okay. Ja, geht immer schön dahin, wo ihr hin müsst. Den Rest muss ich leider, tut mir sehr leid, Gott sei Dank tragen die das weiter. Es ist nicht verloren gegangen. Das ist sehr beruhigend. So, ein halbwegs gerader Weg hier runter. Ich sehe aber schon da den einen Zipfel, den kriege ich nicht. Aus welchen Gründen auch immer. So, ne, ich glaube, das ist schon wieder schief. Ich werde ein bisschen näher ran. So, bis da so. Ich glaube, das ist ganz gut. So, okay. Dann der Ärger mit den Feldern. Das geht. Ach ja, die muss ich ja. Holy moly, das habe ich ja vollkommen vergessen. Die muss ich ja dann auch noch benennen. Also, wo, ne, was letzten Endes angebaut werden soll. Ist das so in Ordnung? Ich glaube ja. Bis hierhin funktioniert das ganz gut. Oh, erfreulich, erfreulich. Da macht er aus irgendwelchen Gründen Probleme. Aber ich glaube, es ist nicht schlimm, das kriegen wir gewuppt. Warte. Ich mach das mal, versuche das mal hier rüber entsprechend. zu Ende, ne? Ja, doch, alles gut. Moment. Irgendwie ist das seltsam. So. Nicht da irgendwo. Hä? Sieht so komisch aus. Egal. Da. Und hier klappt es nicht, aber hier würde es klappen. So. Ich meine, sowas Vergleichbares hätten wir bei der letzten Geschichte auch schon gehabt.
Was ich jetzt noch brauche, was ich vergessen habe, sind die Brunnen. Dann kann ich dann locker da einen hinsetzen. Hier geht es aus Gründen irgendwie nicht. Das würde gehen. Hier geht gar nichts, ne? Oh, hm? Sehr seltsam. Dann setze ich den einfach mal da so hin. So, mit dem Weg geht auch. Ach ja, Felder. Ja. Ich weiß, das ist, da war ich wieder mal und so. Ja. Hier wird Weizen angebaut werden. Ganz klar kommt hier ein. Dich will ich nicht. Hier kommt Weizen hin. So, dann. Auch hier hätte ich gerne Weizen nach Möglichkeit. Weizen. So, hier habe ich. Hier könnte man. Moment. Wieso kriege ich das nicht angeklickt? Was ist da los? Meinetwegen Flachs. Hier würde ich noch Weizen machen wollen und da meinetwegen auch wieder Flachs. Das ist alles Weizen. Glaube ich. Dann könnte ich hier hingehen und sagen, wir mal Mais anbauen. So. Ja, hier habe ich natürlich jetzt gepennt. Was machen die da? Einen Augenblick, da würde ich sagen. Kohl und Kohl, das gleiche hier. Mit der Anklickerei ist immer so eine Sache, trifft man nicht immer das, was man eigentlich treffen will. Kohl und auch hier bitte schön noch Kohl. Da geht es dann mit Kürbis weiter. Und auch hier bitte schön Kürbis anbauen. So, dann haben wir das schon mal. Ich hoffe, das funktioniert dann auch soweit. So, wie sieht es hier aus? Die Weberei hat noch nichts zu tun, weil noch kein Flachs vorhanden ist. Achso, alles klar. Was ist hier los? Achso, die haben nichts zu tun. Das ist schlecht. Ihr macht mal hier so locker flockig 40 Teile davon. Habe ich überhaupt Leder? Und wenn nein, warum nicht? Wir haben hier eine Jagdhütte rum existieren. Die hat Leder am Start. Kriege ich hier noch ein Lager hin? Ich würde mich sehr freuen, wenn das gehen würde. Ja, das funktioniert wunderbar. Lager. Und da kommt ein Moment. Naturprodukte tierischen Ursprungs. Forellen? Nein. Hä? Warum? Naturprodukte? Okay, Leder. Ist zwar auch tierischen Ursprungs Leder eigentlich, aber na gut, ist auch ein Naturprodukt. Kann man nur sehen, so oder so. Gut, das ist dann auch erstmal soweit klar. Dann, was ist hier mit der Holzwerkstatt los? Die hat nichts zu tun.
Das glaubst auch nur du. Wir machen mal hier so pro forma. 20 Holzschilder. Ich würde mal sagen, so 10. Machen wir mal erstmal so 10 Fackeln. Holzsperre, vielleicht auch mal 10. Nur für den Fall des Falles, damit ich da so ein bisschen auf Tasche habe. So, wie sieht es hier mit denen aus? Haben die noch Holz? Da ist alles weg. Cool. Dann kann das Gebäude weg. Wie sieht es hier hoch aus? Da ist noch ein bisschen Reisig. Ja. Brennt nicht, dann kann ich das erstmal noch lassen. Die Waffenschmiede. Die sind eifrig mit den entsprechenden Schwertern beschäftigt, die zu produzieren. Waffenschmiede, Abenteuergilde. Okay. Das ist soweit, dass wir brauchen. Eine Taverne, da kommt kein Weg dran vorbei. Da kommt kein Weg dran vorbei. Da geht kein Weg dran vorbei. Wir brauchen eine Taverne. Die muss aber nicht hier irgendwo im Grünen unbedingt sein. Wir brauchen aber auch noch, da geht auch kein Weg dran vorbei. Wir brauchen eine Windmühle und eine Bäckerei. Wie sieht das aus? Die würde sogar bis dahin passen. Weißt du was? Dann machen wir das doch einfach mal so. Was ist mit der Bäckerei? Die Bäckerei geht direkt daneben. Besser geht's nicht. Dann haben wir diese Geschichte. Wir brauchen dann allerdings noch. Nein, keine Getreidefarm. Ein Brunnen. Für die Bäckerei. Glaube ich. Da war doch was in der Richtung. Wieso kriege ich hier nirgendwo einen Brunnen mehr hin? Ach, ja, logisch, wegen Sand. Ah, ja. Schon klar. Dann setze ich hier, auch wenn die Wege etwas weiter sind, aber ist wie es ist, dann setze ich hier einen zweiten Brunnen hin, fertig ab. So. Ja, dann sind die versorgt, diese versorgt. Bäckerei kann versorgt werden, dann haben wir die entsprechenden Brunnen. Ja, Nahrungsversorgung, Wohnungen sind eins der anderen Dinge, die wir benötigen. Bevölkerung, kleines Wohnhaus. Ich kann gerade überlegen, ob ich irgendwas Wichtiges vergessen habe, was vielleicht sinnvoller ist, da anzubringen, vom Platz her. Rüstungsschmiede wäre ein Punkt. Ich kann die Wohnhäuser auch woanders hinsetzen, ich muss die nicht hier hinsetzen. Augenblick. Wir haben noch keine Werkzeugschmiede, das ist ganz schlecht. Die würde ich aber zum Beispiel locker hier hinkriegen. Auch hier passt die super rein. Naja. Eine Werkzeugschmiede. Ich habe zwar noch kein Eisen, aber nun gut. Dass die Dinge mal so riesengroß sein müssen, ne? Das ist, weiß auch nicht. Ja, hilft alles nichts. Ich setze hier mal so eine Werkzeugschmiede hin. So. Holzwerkstatt haben wir, Waffenschmiede habe ich nur eine, Rüstungsschmiede würde ich auch hier so rumsetzen wollen, würde aber hier noch locker hinpassen, dann machen wir das einfach mal, dann habe ich da noch die Rüstungsschmiede, ich weiß, die Wege sind nicht optimal, logisch, ne, hier, aber was will ich machen? Bevölkerung, kleines Wohnhaus, kriege ich hier noch ein kleines Wohnhaus hin? Na gut, wenigstens eins. Ach, sehr schön. Dann würde ich hier noch eins hinkriegen.
hier wäre. Habe ich das irgendwie gedreht? Nicht so wirklich, ne? Hallo? Ich mache mal so hier eins hin und da eins hin. Dann habe ich 1, 2, 3, 4. Dann machen wir da noch eins hin. Noch 5 Wohnhäuser hier in dem Bereich. Produktionsstätten. Wir haben hier unsere Nahrungsproduktion. Demnächst entsprechend. Dann Taverne. Marktplätze und so. Da ist die Waffenschmiede. Ja, die scheiß Banditen, die machen mir echt hier das Leben schwer. Da wird Kupfer abgebaut. Da wird Kohle abgebaut. Moment. Ein Augenblick. Handelsposten? Nö. Jetzt kann man. Okay, okay. Der Akademie, Kunstschmiede, Rüstungsschmiede ist im Bau. Hm? Wo ist denn das andere Ding? Ah, da, Münzbrigerei. Werdet euch wahrscheinlich fragen, was macht der verwirrte Mann da? Ich habe ja schon, glaube ich, in der letzten Folge oder einen der letzten Folgen angesprochen gehabt hier. Wenn wir eine Schatzkammer haben und wenn wir Münzen haben und dergleichen, dann hat das den Effekt, dass die Kampfkraft unserer Einheiten sich entsprechend erhöht. Und aus dem Grunde, auch wenn er mich vielleicht für verrückt erklärt, setze ich hier schon mal eine Münzbrigerei hin. Die kann dann Kupfermünzen herstellen. Silbermünzen bitte nicht. Aber ich glaube, ich kann das nicht unterbinden, ne? Die würden auf jeden Fall, also zumindest 16 Einheiten hier von diesen Silberbaren sich da hier irgendwie unter den Nagel reißen. Aber nun gut, nun gut. Das heißt hier eine Münzprägerei und wir bräuchten eine Schatzkammer. Über kurz oder lang. Könnte ich theoretisch sogar hier hinsetzen. Auch wenn ich andere Dinge vielleicht dringender brauche, gebe ich zu. Aber wir müssen hier neue Wege gehen. Sonst kommen wir hier auf keinen grünen Zweig, habe ich so das Gefühl. Auch wenn wir hier die Leute jetzt das Leben schwer machen. Achso, das ist der Entdeckerposten. Moment. Keine Wachen mehr. Uiuiuiui, was brauchen die? Holzsperre. Ich habe eine Holzwerkstatt. Die ist auch dabei, Holzsperre zu produzieren. Ich brauche eine Militäreinrichtungsbedingungs. Moment. Nein, keine Kunstschmiede. Militärakademie. Genau, die ist ganz wichtig. Dann baue ich die jetzt schon. Und dann hier hin. Wobei ihr wahrscheinlich selber euch sagt, irgendwie, ja, jetzt schon, der ist lustig. So, dann machen wir hier mal so locker flock 20 von den Wachen. Und dann muss ich erstmal mit denen so lange aushalten, wie ich irgend kann. Holzwerkstatt, hast du noch andere Aufträge? Fackeln. Moment. Ich fahre die erstmal noch auf 0 runter. Sammelbare Pflanzen entdeckt. Was ist denn jetzt? Wo haben wir die denn jetzt entdeckt? Bin ich hier immer noch mit meinen Leuten beschäftigt? Ah, alles klar. Moment. Liebe Leute, ihr seid super, aber ich würde es zu schätzen wissen,
wenn wir uns jetzt mal so ein bisschen hier so aufhalten würden. Ich habe hier jede Menge Kohle, ich habe hier ein bisschen Stein und ich habe hier sogar noch ein bisschen Eisenerz. Ich entsinne mich. Folgendes. Auch wenn das sehr, sehr wenig alles ist, aber wir müssen da durch. Ah, Moment. Ah, ich habe eine ganz wichtige Sache vergessen. Oh, ich dumm. Wir brauchen ganz dringend einen Proviantmacher. Ah, den habe ich schon. Habe ich gerade gesehen, den habe ich schon. Gott sei Dank. Wo ist der? Ah, super. Ich dachte schon, ich glaube, ich hätte den vergessen. So, also, nein. Eisentagebau. Ja, das ist ganz hoch. Okay, komme ich da ran? Ja. Auch wenn die relativ schnell weg sind, aber nun gut. Eine Eisentagebaustelle, dann bräuchte ich Kohle, 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 Kohle. Kohletagebau. Da hier so irgendwie hin. Kriege ich hier noch eine Schmelze hin oder passt das vom Platz her gar nicht? Das würde unter Umständen hier gehen. So, Wege. Irgendwas ist jetzt hier falsch gelaufen. Habe ich die Kohle nicht gesetzt? Warum? Kohle? Passt mir das nicht? Kohle, Eisen, Schmelzhütte. Keine Ahnung. Wahrscheinlich war ich schon wieder irgendwie einen Schritt weiter als notwendig, erforderlich, wie auch immer. Komme ich da rum? Puh. Dachte schon, das geht jetzt vollkommen daneben. So, das wären dann die nächsten Baustellen. Habe ich noch Werkzeuge? Habe ich überhaupt eine Werkzeug? Achso, ja, die ist im Bau. Ne? Habe ich das unten sehen? Das ist alles im Bau. So, Schatzkammer ist im Bau, Militärakademie. Und ja, das wird heftig werden. Ganz klare Sache. Das wird heftig werden hier alles. Es bleibt herausfordernd, auf jeden Fall. Es bleibt herausfordernd. Ich hoffe, ich kriege das dieses Mal besser gewuppt. Sonst haben wir da ganz große Probleme. Da schaue ich mal gerade noch mal ganz kurz wegen dem Holz. Das sieht aber ganz gut aus, glaube ich. Gut. Ja. Wir sind auf einem einigermaßen guten Weg. Ich bin da sehr optimistisch, ich weiß, aber ich will es einfach mal sein. Ich danke für eure Unterstützung, ich danke für deine Unterstützung, ich danke für euer aller Dabeisein. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Wir sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Bis dahin wünsche ich euch wie immer alles, alles Gute und genießt die Zeit.